Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei From Zero to Hero und das Ganze natürlich wieder live aus dem Livestream, ne? Mit unserem Lieblingsduellanten, dem lieben Milo. Hallöchen. So. Freitag ist Freitag. Schaut gerne heute Abend vorbei bei True Farming. Genau so ist es, meine Lieben. 20 Uhr geht's los beim lieben Freezy und beim lieben Tino. Ja. Definitiv vorbeischauen. Mal gucken, was heute so wieder stattfindet in True Farming. So, mal gucken, wie es überhaupt so in der Woche True Farming so abging. Ah, das ist halt auch krass, ne? Über 1000 Folgen jetzt schon, Milo. True Farming, ja, ist mega. Krasse Sache. Ich weiß noch, wie wir uns drüber Gedanken gemacht haben, als wir noch Gumsing gespielt haben. Wie wollen wir Gumsing, dieses krasse Projekt, eigentlich toppen? Und dann kam True Farming, Alter. Und man muss ja sagen, ihr hattet ja eingangs True Farming sollte ja eigentlich Gumsing 2. Genau, ja. So. Und dann hat sich das Ganze dann so entwickelt. Krasse Sache. Ja. Heftig. Und was da alles schon so geschehen ist, muss man. Echt krass, ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Heftige Sache. Ich habe ja übrigens, weißt du noch gar nicht, vielleicht willst du da partiell teilnehmen. Partiell? Oha. Ja, ich will natürlich nicht von dir abverlangen, dass du die komplette Zeit da bist. Aber es wird wohl ein 24-Stunden-Livestream bald bei mir geben, wenn alles gut geht. Oha. Und zwar wird das der Milo for Partner Celebration Livestream. Hat's jetzt funktioniert? Nein. Deswegen sage ich ja, wenn alles gut geht. Ich bewerbe mich erst wieder neu. Ich muss ja noch warten. Ach so, und das heißt quasi, wenn. Falls ich dann irgendwann Partner bin, wenn es erst in 20 Jahren ist, dann machen wir in 20 Jahren 24 Stunden Partner Celebration Livestream. Ja, gerne, bin ich mit da. Ja. Und dein 20-Stunden Livestream ist doch bald, oder? Ja, wie gesagt, wenn wir die 20k auf YouTube geknackt haben, dann geht's da. Scheiße, Alter. Rein. Wie weit sind wir da? Sind wir aktuell bei 19,4, glaube kurz vor 19,5. Na gut, haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, es rückt näher. Wir haben aber noch ein bisschen Luft. Ja, Juni wahrscheinlich, ja. Was, ich denke doch. Ja. Ich denke, Juni wird das dann schön werden. Da muss ich mal gucken. Das werden wir dann am Samstag machen. Da habe ich dann den Sonntag Zeit, mich zu akklimatisieren für die Arbeitswoche. Denn ich glaube, in unserem Alter werden uns die Stunden in den Knochen sitzen. Ja. Ich will auch in zwei Wochen einen Geburtstagsstream machen. Ja. Aber da weiß ich noch nicht, in welchem Ausmaß der ausfällt, weil das muss ich mit meiner Frau noch verhandeln. Da ist ja auch was Schönes, aber was werden wir euch nicht verraten? Richtig. Da seid definitiv gespannt, meine Lieben. Jo. Und da will ich auch noch mal ein bisschen streamen, aber sehen. Oh, das wird wieder. Wann hast du Geburtstag? Im August. Ah, ja, gut, aber. Da haben wir noch ein bisschen Luft. Ja. Im August. Ich hoffe ja, dass wir bis dahin wieder. Also bis dahin bin ich definitiv dann auch geimpft. Mhm. Und dann geht's dann. Da werden wir definitiv versuchen, uns einzufinden, dass wir wenigstens zusammen speisen können. Ach, das wäre was, ey. Das ist definitiv. Ja, das muss. Das Wie lange das schon wieder her ist, Alter. Das muss einfach. Wir haben uns zum letzten Mal zur Anfangszeit zu Corona gesehen, ne? Ja. Bei Tino waren wir da, genau. Ja. Krass, wie lange das schon wieder her ist. Eine lustige Runde gehabt bis zum Abend. Ja, du bist ja früher gegangen. Oder? Ich muss jetzt ins Bett, ich muss schon gehen. Hallo, ist mein Hund, ne, ist halt wie so ein kleines Kind. Ja, Axel musste heim wegen Hund. Genau. Kannst du zwar bestimmt alleine lassen, aber. Halt nicht übertreiben. Ne? Ist ja dann, man muss ja auch dazu sagen, die können zwar schon, Tiere können zwar schon eine gewisse Zeit aushalten und auch alleine bleiben, ne? Aber zu lange sollte man es dann auch nicht übertreiben. Ja, ja. Ne, das verstehe ich auch. Ist halt auch so eine Sache. Alles so. Gut. Ah, jetzt ist wieder Leggy hier. Naja, mal kurz. Leggy, Schmeggy. So, mal kurz hier. Boing. So schön, dass die Welle wieder geht. Komplett, ja. Ja, also bis jetzt funktioniert es wieder. Sehr schön. Ich hätte mir vielleicht überlegen sollen, es nicht anzusprechen, nicht, dass es dann wieder nicht geht.
Ah. Mit dem schönen Chandir, meine Lieben. Mit dem schönen Chandir. Der gefällt mir. Der Farbvariante. Den kleinen. Ja, der reicht ja auch. Als Hufschlepper. Ach, ich mag auch die Paletten. Wenn die so rumspringen. Ja, die Flieger. Ich hoffe so sehr, dass das im 22er auch ein bisschen besser ist. Ja, und vor allem auch mit Ballen und so, dass die da nicht so rumhüpfen und so. Ja, weil einfach, es ist halt nervig, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe gerade irgendeinen Fehler, MSI-Fehler gehabt mit LED, aber es läuft noch alles, oder? Ja. So. Was hat sich denn hier von der LED so ausgeschaltet? Keine Ahnung. Gut, lass mal das mal. Gucken wir mal hier hin. Wie das passt. Das passt auch. Da können wir gleich mal hier nachgucken. Okay, das passt soweit. Ich glaube, wir sind durch soweit, ja. Passt okay, das müssen wir auch wieder erfüllen. Okay, okay, okay. Das können wir wieder auffüllen. So. Können wir das mal noch fix weitermachen hier? Später GTA, ja. Genau, steht denn, genau, du machst ja dann später noch GTA. Steht denn dann heute noch was an oder einfach mal gucken? Mal gucken, es gibt ja immer mal Bewerber, die Runde fahren wollen und so. Ja. Das einfach mal abchecken, ob das wieder der Fall ist und ansonsten nichts Besonderes. So. Da kickt auch das Wachstum schon nach, sehr schön pünktlich fertig geworden. Gestern war halt schade, dass dann mit dem Salty so ein bisschen Sackgang war. Ja, und später dann auch der Server selbst, ne? Ja, stimmt, das kam ja noch dazu. Ne? Aber dann haben wir ja eine Runde geballert und da war alles wieder schick. Oh ja, das habe ich wieder sehr genossen. Also das war wieder... Also da ist ja auch... Es macht aber auch Spaß, ey. Ja, definitiv, definitiv. Also das ist ja auch so ein Spiel, da bin ich ja eher leise, weil ich finde es einfach... Ich habe da diese innerliche Konzentration. Warte mal ganz kurz, ich muss ganz kurz was fragen. Ich bin gleich wieder da. Ja. Das ist wichtig. Oh, gut, dann mähen wir hier noch ein bisschen weiter, während der Manu fragt. Hallo. Hallo. Ja. Benutzt ihr meinen Ladewagen? Jo, ich. Ja. Okay, dann macht weiter. Gut, passt, danke. So. Was ist deine innere Konzentration? Ja, die innere Konzentration bei dem Spiel ist halt dann bei mir auch so und man kommt dann irgendwann an diesen kleinen Rage-Moment, ne? Wisst ihr, kennst du ja. Wenn man ja. So konzentriert ist, so den einen oder anderen da weg zu snipern oder sondersgleichen. Ja. Das ist einfach... Ich genieße das Spiel. Muss man ganz ehrlich sagen. Wie komisch ist aber so. Ja. Du bist halt schon ein leichtes Ziel, muss man sagen. Ja. Weil du bist ja, als hätte dich ja jemand festgeklettert. Richtig, ich habe da immer so meine Position. Ich glaube, die Strafkammer ist in der. Ja, Hause. Anscheinend. Wunderschönen guten Abend, meine lieben Herrschaften. Das LU und die Strafkammer haben jetzt bis 6 Uhr Feierabend. Und wir gehen zurück zu Pam. Ja, schönen guten Abend, meine lieben Damen und Herren. Das Wetter ist schön offen, leicht bewölkt, aber wir haben jetzt gleich auch noch ein wunderbares Interview mit dem Herrn Axel Fowley. Und da schalten wir natürlich dann live zu unserer Reporterin rüber, zu der wunderbaren Marie. Ja, servus zusammen. Herr Fowley, ich würde Sie gerne mal was fragen. Wie ist das denn so, den Herrn Manu als Konkurrenten zu haben? Wunderschön. Es erfüllt mein Leben mit Demut und Ehrfurcht, weil ich ihn sehr auch nicht nur als Kontrahenten schätze, sondern auch als, ja, mittlerweile über die Jahre jetzt und Momente auch als guten Freund schätze. Und Herr Manu, wie finden Sie das? Selbe Frage? Ja, genauso. Das, was er sagt. Kurz und knackig, meine lieben Freunde. Was haben wir denn noch so Schönes? Wie finden Sie es denn aktuell so in Gamsting? Wie finden Sie das LU denn so? Herr Fowley? Ach so, ja, also LU kann man absolut nicht meckern. Sehr hervorragend, muss man sagen. Qualitativ hochwertiges Personal. Immer freundlich, muss man dazu sagen. Und ja, Arbeitsweise kann man echt nicht meckern. Also kann man definitiv weiterempfehlen, ne, an die lieben Zuhörer. Wer mal ein LU braucht, dann definitiv dieses Jahr aus Gamsting anrufen. Phänomenal. Das kann ich nur bestätigen. Die Auftragsausführung und in Zeit und Qualität ist überragend und unvergleichlich. Okay.
Okay, dann dieselbe Frage dann noch über die Strafkammer. Wie finden Sie denn den Herrn Strafkammer und die Frau Strafkammer? Herr Fauli! Also ich muss sagen, auch wenn es manchmal nicht den Anschein macht für den einen oder anderen, schätze ich die Frau Strafkammer und den Herrn Strafkammer sehr. Denn klar, es ist manchmal, der ein oder andere wird es schon gesehen bzw. gehört haben, etwas diskussionslastig. Allerdings glaube ich, dass wir hier für den Posten definitiv die Richtigen zur Stelle haben, die da durchaus eventuell sogar immer objektiv Entscheidungen treffen können. Herr Manu? Ja, das kann ich auch so bestätigen. Ich bin sehr zufrieden mit der Strafkammer, so wie sie handelt und die Sachen, die einzelnen Fälle behandelt, immer ein Blick aufs Ganze und alle Fakten und Geschichten werden mit einbezogen und objektiv und fair bewertet und meistens beziehungsweise immer bisher das richtige Ergebnis gefällt. Das ist schön zu hören, das werden wir auch so weitergeben, ich glaube, die hören sogar zu. So, was haben wir denn noch so Schönes für Themen, Pamu? Ach du, wir haben allerhand, aber unsere Zeit wurde da knapp. Marie, was brennt dir so richtig auf der Seele, so diese ultimative Frage? Die ultimative Frage, mein lieber Pamu, wie ist denn der Verkehr bei uns so? Ja, stockend, ne? Also die Straßen sind frei, also die Bauern haben freie Fahrt und ja, wir wünschen euch natürlich auch noch einen angenehmen Tag. Aber jetzt geht's. Bi-bu-bum. Meine lieben Damen und Herren, um 6 Uhr öffnet euer LU wieder. Viel Vergnügen und Dankeschön, dass Sie uns zugehört haben. Lasst ein paar schöne Kommentare da und das Däumchen nicht vergessen, so wie die Glocke. Die Glocke schön aktivieren, meine lieben Freunde. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Also es ist ja unglaublich, Manu, wa? Ja. Immer wieder für was Neues offen, die Jungs und Mädels. Also Chat und natürlich auch YouTuberinos, dafür wird man gerne ein paar Herzchen sehen, muss man ganz ehrlich sagen. Denn geile Aktion, die sich immer mal wieder so einfallen lassen. So kriegt man auch die Nacht gut überbrückt. Definitiv, also die Nacht war ja heute rum wie nicht. Und wie wir jetzt wissen, der Verkehr bei Marie und Pamu ist eher so stockend. Oh, ja, da sollten sie vielleicht nochmal dran fallen. Junge, ich muss mich kurz muten. Vielen Dank, wer war's? Nico, mein Lieber. Nico wieder am Start. Vielen Dank für die 500 Bits, mein Lieber. Danke dir. Und Nobody, 4 Monate schon abonniert. Wünsche euch allen einen schönen guten Abend. Danke dir, mein lieber Nobody, für die 4 Monate. Und da noch irgendwas, Basti, habe ich gesagt. Gut, nichts verpasst. Vielen Dank, mein Lieben, für euren Support. Und 190 Leute online, jetzt schon in True Farming, in Zero Hero. Wie soll denn das nachher werden bei GTA? Mann. Und Basti auch nochmal mit 200 Bits dabei. Also, Dankeschön. Eieiei. Ja. Sprung Lee und Bamu. Oh, herrlich. Frank the Tank, vielen Dank für 300 Bits. Pim, da werden wir die Maschinerie gleich mal hier herstellen. Dann, ich habe überlegt, ob ich das mit dem Verkehr schreibe, aber dann habe ich dir gesagt, nee, und dann kommst du. Habe ich geregelt für dich, alles gut. Oh, mein Asyl. Moin Eddie. Eddie die Beagle. Ist Beagle nicht eine Hunderasse? Beagle ist eine Hunderasse. Diese braun-weiß gefleckten, gell? Oder so. Mit langen Ohren. Die Queen hat doch, glaube ich, sowas, oder? Weiß ich nicht. Solches Getier. Mir gefallen die ja nicht so, nur ganz ehrlich sagen. Ich dachte, Beagle waren diese mit den langen Ohren da. Nee. Ich dachte, das waren die ganz klar. Also das die Queen hat einen Korgis. Korgis? Ja. Doch, auf Klappen, verdammt. Den bist du nicht. Warte mal. René, Alter, du bist der Mann. Ah, doch, jetzt. So. Gut. Ich bin mal kurz LU. Oh, Freile. Ja, definitiv. Ich denke, wir kaufen auch ein paar Kühleins. Noch ein paar Kühe. Super Nachtunterhaltung, sogar besser als im Radio. Klein, dick und Hängeohren. Aber hier braun, weiß, schwarz gepunktet oder so, wie so eine kleine Kuh, oder? Gefleckt.
Da, 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 da. Warum gibst du denn nicht ab, Junge? Ah. Gib mal in drei verschiedene Richtungen ab, auch nicht schlecht. Der kippt am besten nach hinten ab. Ach so, okay. So, da ist er wieder. Aber jetzt werden wir erst einmal, meine Lieben, jetzt werden wir erstmal hier reinschauen. Okay, den hat der Milo. Okay, das ist. Okay. Gut, wir hatten ja gesagt, beziehungsweise die Abstimmung hat sich ja entschieden. Und zwar werden wir uns einen LKW kaufen, meine Lieben. So. So, ja, ja. Oh ja, und zwar dieses geile Gefährt richten wir uns jetzt her. Oh, das ist schön. Ist schön schön. So, warte mal, Design. Das ist nur so eine Sache. Oha. Nein. Ja, bin mal gespannt, wie das aussieht. Design, Plastik wollen wir nicht. Lackiert. Ja, lackiert. Anhängerkupplung. Gucken wir mal. Oha, Hecktraulik. Nee, brauchen wir nicht. Reifenvariante. Ah, kommt. Nehmen wir. Einen Akkro-Truck, ja. Macht mir alles nach. Ne, da. Dann nehmen wir. Ach, komm, hör auf zu zaubern, Junge. So, Felgen. Machen wir so. Designfarbe. Welche Hauptfarbe? Chat, welche Hauptfarbe wollen wir denn? Rosa. Nicht Landhandelblau. Nein, es wird nicht Landhandelblau. Rosa. Nein, rosa wird es auch nicht. Wow, Harvey ist natürlich. Was haltet ihr davon, Chat? Was haltet ihr davon? Ja, Jenny, rosa. Ja, ja, nee, gibt's nicht. Bäh. Okay, wartet mal. Wir machen. Sollen wir den schwarz machen? Was machen wir hier? Warte mal, was können wir hier machen? Was haltet ihr davon, Chat? So, was haltet ihr denn davon? Sieht zu wild aus. Hier, passt, ja, ja, nee. Ja, ja. Ah. So. Also ich finde, so sieht ja schön schnittig aus. Da kann man nicht meckern, ne? So. Da kann man nicht meckern. Ich finde den so gut. Hat was. So, da hat er was. Gewöhnungsbedürftig, aber ich finde, oh komm, das sieht doch nicht verkehrt aus. Komm, den kaufen wir uns jetzt. So, den holen wir uns jetzt. So. Okay, ich kaufe mir mal ein Fahrzeug, Milo. Nur so. Ja, ein Agro-Truck. Genau. Ja. So. Okay, das ist der. Und dann brauchen wir ja noch einen Anhänger, meine Liebe. Günstiges Leck. So, brauchen wir ja noch einen Anhänger. Joskin. Lass mal kurz zum Hallo. Ja. Wenn du jetzt stehen bleibst. Hallo, hallo. Hallo. Wie ist denn der Plan so bei mir? Abfahren gerade. Ja, die ballen aber nur zu zweit. Ich hab doch drei, oder? Die sind fast fertig. Ja, sie hätten sogar noch zwei. Nee, warte mal. Moment, eins, zwei, drei. Einen hätten sie noch frei. Jo, wir müssen jetzt mal gucken. Wir müssen ansehen. Ich habe düngermäßig eigentlich viel vorbereitet. Das heißt, wenn ihr mit Saat, mit Dünger anseht, dann müsste die letzte Wachstumsstufe drin sein. Düngerstufe. Sieht so aus, ja. Dann bei mir rund um die Felder, rund um den Hof die Felder alle mal mit Weizen ansehen. Alles Weizen, gut. Ja, und also die Zehen auch mit, ne, logischerweise. Ja. Und die 16, 17 mit Soja.
16 und 17 mit Soja. Gut. Oh, scheiße, die A26 ist auch erntereif. Nein, nicht ganz. Nicht ganz. Was ist denn da? Was haben wir da drauf geknallt? Auch Soja. Das wird... Gut. Ne, dann haben wir es erstmal, ne? Jupp. Ja. Kann einer noch bei mir mit pressen, das Heu, die Heuballen? Wir sind jetzt hier auch fertig. Wo ihr Heu gemacht habt auf den Wiesen. Und dann könnten wir jetzt eigentlich die Abrechnung machen, oder? Noch nicht. Kleinen Augenblick. Weil ich muss erst abwarten. Ne, okay, passt. Machen wir das dann. Alles klar, das war's. Danke. Jo. Ciao. Oh ja. So. Oh, mach mir den Schmetterling. Mach mir den Schmetterling. Ist es geil, oder? Ist klar. Ist doch. Ja, Milo, möchtest du vielleicht mein LKW kurz bewundern? Nee, aber du vielleicht die Folge abmoderieren. What? Schon wieder so weit? Unglaublich. Oh, guckt euch das an. Guckt euch das an. Ist das? Es ist ein Traum. Es ist einfach ein Traum. Na gut, dann, die Folge, ihr habt's gehört, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Und wenn es euch gefallen hat, meine Lieben, ne, dann lasst sehr gerne das Däumchen da. Der Milo steht unten in der Videobeschreibung, dann natürlich auch gerne vorbeischauen. Und wir sagen erstmal Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.